Guten Morgen, ich bin wach. Dieses Mal habe ich besser geschlafen als die letzte Nacht. Weil ich wurde von diesen ganzen Spinnen in Ruhe gelassen. Die sind nicht, die haben hier keine Löcher gemacht im Zelt und sind reingekrabbelt und dann haben mich aufgefressen. Das haben sie nicht gemacht, diese voll Fettspinnen hier. Ich habe mein Wurfzelt zusammengebaut. Die Motten fliegen raus. Das sieht gut aus. So, jetzt erstmal dieses hier. Aber ich muss sagen, dass mir diese Kaffeesticks, die ich hier gekauft habe, dass die mir irgendwie nicht so gut gefallen. Ist einfach nicht dasselbe wie diese, wie heißt das Ding? Wie diese Kaffeepads. Und ich finde auch, weil da ist Kaffeeweiße und Zucker drin. Und ich finde, da ist zu viel Zucker drin. Weil normalerweise trinke ich immer Kaffee mit einem Zuckerwürfel oder so. Und nee. Das ist irgendwie, weiß nicht. Also ich trinke das auf. Ich mache das auf jeden Fall leer. Aber beim nächsten Mal muss ich mir was anderes einfallen lassen. Weil die, weiß nicht, gefallen mir irgendwie nicht so ganz gut. Also kann man zwar schon trinken, aber für meinen Geschmack einfach zu süß und zu anders. Aber egal. Jetzt erstmal Kaffee trinken. Ja, ich kann mich jedes Mal wiederholen. Kaffee draußen ohne Natur zu saufen ist geil. So, die Sachen sind gepackt. Ich bin froh darüber, dass ich mich hierhin gepennt habe. Also da, wo heute Nacht hier ganz viele diese Vollfettspinnen waren und hier mein Zelt hingestellt habe. Weil ich höre jetzt gerade hier an der Örze eine Gruppe Paddler, also eine ganze Armee voller Paddler, die sonst da hinten angedockt haben, hätten. Und mich dann heute Morgen belästigt hätten. Deswegen finde ich das gut, dass ich mich hier versteckt habe. Aber jetzt Wanderung Start kommt. Ich muss erstmal Heidschnuckenweg suchen gehen. Ich bin gestartet und ich verlasse jetzt hier Ollendorf und laufe jetzt nach Richtung Eschede. Prüfen, ob ich dort gleich diesen Heidschnuckenweg wiederfinde. Ich habe zwar Marvin gefragt, ob er mir die Datei rübersenden kann, wo der Heidschnuckenweg durchgeht. Aber ich weiß nicht, wie man das über Google Maps aufruft, also hin importiert, die GBX-Datei. Und ich habe nur Komoot, wo man das importieren könnte. Und Komoot ist schon in Benutzung, weil ich für euch tracken muss. Und deswegen, keine Ahnung, ob das funktioniert, dass man beides machen kann. Sowohl tracken als auch die Strecke navigieren. Und ich habe ja so einen Billig-Handy-Tarif, sodass ich so ein ganz schlechtes Scheiß-Internet habe. Jedes Mal, immer. Sodass ich mir nicht so einfach eine neue Tracking-App runterladen kann. Dass ich diese GPX-Datei nicht drauf importieren kann und da direkt navigieren kann. Und hier riecht das total nach Hundescheiße. Das stinkt, ich muss weiter. Ich bin gerade aus Ollendorf ausgelaufen und hier, ich habe mir gerade mein erstes Bier geöffnet. Zum Bier trinken. Guck mal. Hier ist ein voll cool Seeplatz. Das sah früher hier ganz anders aus, glaube ich. Also ich kann mich zwar schon an diesen See hier erinnern. Also entweder kommt das danach irgendwann oder das wurde weggemacht. Aber auf jeden Fall damals, wo ich hier gewohnt hatte, da war da hinten, wo man, also hinterm See, so eine riesige Kieskuhle. Da bin ich hier durch diesen Sand runtergerutscht. Und hab da Überschlag gemacht und sowas. Diesen ganzen riesen Sandberg und so. Das war cool gewesen. Hat da viel Verbock gebracht. Aber keine Ahnung, warum das da weggemacht worden ist. Aber das war auf jeden Fall mein Kinderspielplatz gewesen hier. Diese Kieskuhle.
Guck mal, da steht irgendwas von Heide drauf. Heide am Exberg. Und weil das da drauf steht, glaube ich, hier nach da lang laufen, weil das ist die Richtung von rechts, von wo ich gekommen bin. Also so wie ich das von meinem eigenen Kopf erdacht habe, dass das vielleicht die Richtung zur Heidschnuckenweg führen könnte. Das hört sich, glaube ich, gut an, hier mit Heideflächen Misselhorn. Also prüfen, wo mich das hier da hinten hinführt. Vielleicht kommt dann da hinten finde ich diesen Heidschnuckenweg wieder. Guck mal, hier ist eine ganz kleine Schutzhütte. Aber die kann man nicht benutzen, wegen diesen voll fett hier Waldameisenhaufen. So, die ersten 5 Kilometer habe ich schon durchgemacht. Und, oh Scheiße, guck mal, dieser Strich, da bin ich jetzt gerade. Und da bin ich vorhin abgebogen. Das sieht so aus, dass der mich zurück hier nach Hermannsburg führt. Oder, also das hier ist Hermannsburg, dieses Graue. Und hier ist Lutterloh, also da, wo ich vorgestern war. Ich kann mich gerade nicht entscheiden, laufe ich jetzt bis zur Straße oder laufe ich bis zu dieser Abzweigung, weiß ich noch nicht. Aber ich laufe erstmal wieder zurück. Wobei, ich habe gerade, keine Ahnung, eine Viertelstunde gebraucht, bis ich irgendwie eine Google-Seite aufbekommen hatte. Und der Heidschnuckenweg sollte durch diese Misselhorner Heide durchgehen. Und die sollte, glaube ich, da hinten sein. Also laufe ich da hinten weiter. Bin ich doch, glaube ich, richtig. Vielleicht. Mal prüfen, mal gucken. Aber der Weg, wo ich jetzt gerade hingehe, da bin ich jetzt gerade sehr, sehr skeptisch, ob der überhaupt richtig ist. Auch wenn ich gerade ganz lange gebraucht habe, um überhaupt eine Seite aufzurufen, auf Google, wo das sein könnte, dass diese Stelle irgendwie vielleicht ein Kilometer oder so entfernt ist. Und das sollte immer noch in Richtung da lang sein, aber das scheint mich irgendwie zurück nach Hermannsburg zu führen. Und wenn ich Pech habe, dann laufe ich die ganze Zeit um Kreis rum und so, dass ich dann Hermannsburg wieder ankomme und von dort aus wieder weiter starten muss und den ganzen Weg von vorne laufen muss. Ich habe endlich einen Mülleimer gefunden. Das heißt, ich kann jetzt hier die ganzen leeren Bierflaschen da rein daneben stellen. Ich habe gerade die ganzen leeren Bierflaschen zur Seite gestellt und in meinen Müll hier rein geschoben. Guck mal, da drüben ist so ein großer Reiterhof oder Reitveranstaltung oder so etwas. Und hier, ich habe den Heidschnuckenweg wieder gefunden. Das heißt, ich war doch richtig gewesen. Aber ich habe keine Ahnung, ob der Heidschnuckenweg mich in diese Richtung hier hinführt, ob das richtiger ist. Oder ob ich in diese Richtung hier durchlaufen muss. Ich habe da keine Ahnung. Also eins von beiden, aber... Boah, weiß ich nicht. Ich muss das über meinen eigenen Kopf hier erdenken, wie welche Richtung richtiger ist. Weil nicht, dass ich die entgegengesetzte Richtung die ganze Zeit rumlaufe. Ich habe mich gerade für die zweite Variante der Richtung entschieden. Also dass ich nach da lang laufe, da in diesen Wald rein. Prüfen, wo mich das hinführt. So habe ich mir das gerade im Kopf erdacht, dass das hier... dass mich das da hinten vielleicht richtig hinführen könnte. Und da ganz hinten, das sieht aus wie Hermannsburg. Das heißt, der Weg führt mich wieder zurück nach Hermannsburg. Ich glaube, ich laufe jetzt erstmal zu Hermannsburg wieder zurück. Und wenn ich dort angekommen bin, dann denke ich mal, schaue ich einen Ausschau nach einem Touristeninfo. Prüfen, ob die so einen Heidschnuckenweg-Prospekt haben, damit ich die Ortschaften da angucken kann, wo das lang führt. Jetzt die ganze Zeit im Kreis zu laufen, das ist voll scheiße. Toll. Ich habe so einen riesen Umweg gemacht. Ich bin jetzt genau an dieser selben Stelle angekommen, wo ich gestern angekommen bin. Also wo Nico noch hier war. Bin ich auf der Suche nach hier Touristeninformationen. Damit ich mich nicht mehr verlaufen tue. Hier, ich laufe schon wieder hier durch diese Oertze vorbei. Hier an dieser Oertzebrücke, die ich gestern schon gezeigt habe. Und eine weibliche Person meinte, dass da hinten irgendwo, dass da diese Touristeninfo sein sollte. Ich denke, bevor ich zu dieser Touristeninformation hingehe, habe ich mich hier so ein bisschen hingesetzt und trinke erstmal dieses Bier hier ganz genüsslich aus. Und nachdem ich dieses Bier ausgetrunken habe, werde ich gleich hier vorne zu diesem Dönerladen hingehen.
und mir dort dann Döner kaufen und probieren und zugleich auch so ein bisschen Akkus aufladen. Ich habe Döner gekauft und jetzt Döner essen Start kommt. Ich habe gerade fertig aufgegessen und ich muss sagen, dieser Döner hat mir auf jeden Fall noch eine Nummer besser geschmeckt wie die von gestern. Und gestern habe ich ja auch hier in Herbertsburg, aber in einem anderen Dönerladen mit Nico Döner gegessen. Und doch, der hat auf jeden Fall viel geilere Soßen auf jeden Fall. Der gefällt mir auf jeden Fall richtig, richtig gut. Kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. So, ich bin gerade aus dem Dönerladen rausgelaufen. Und ich hab da 7% Akku aufgeladen bekommen. So langsam funktioniert das mit diesem Möchtegern-Adapter. Und ich habe mir da auch meine leeren Wasserflaschen, ich glaube 3 leere Wasserflaschen hatte ich da gehabt, die habe ich dann in der Toilette aufgefüllt. Also am Waschbecken von der Toilette. Also am Waschbecken vom Toilettenzimmer. Und jetzt bin ich jetzt mache ich mich auf der Suche nach der Touristeninformation. Ich habe die Touristeninformation gefunden. Aber das war ja klar, dass ich umsonst hergelaufen bin, weil die haben zu. Die haben erst Montag wieder geöffnet, glaube ich, oder? Nee, täglich bis 12 Uhr, aber von Montag bis Freitag kommt von 14 bis 17 Uhr. Das heißt, voll scheiße. Ich kann kein Prospekt rausholen, wo ich hin muss. Ich glaube, ich werde jetzt einmal einkaufen gehen. Und dann mit meinem eigenen Kopf überlegen, wo es lang geht. So, ich bin jetzt gerade hier auf diesen Edeka angekommen. Und ich war da schon drin gewesen. Ich habe bereits schon eingekauft. Das habe ich nur vergessen, euch zu zeigen, dass ich davor stand. und zwar, ich habe mir 2 Sechserträger König Pilsener geholt. Dann nochmal 2 Grableuchten, Grabkerzen. Weil 2 sind heute Nacht schon ausgebrannt, schon wieder. Und hier, weil ich das zu Hause vergessen hatte, ein Nagelknipser in Größe Fett, weil in kleiner haben sie nicht mehr. Deswegen habe ich den in Größe Fett gekauft. Weil guck mal, meine Fingernägel, die werden langsam immer länger und total dreckig und so weiter. Und nee, lange dreckige Fingernägel sind unsexy. Und deswegen wollte ich das hier holen. Extra, damit ich die gleich abmachen kann. Ich habe da so ein bisschen Shampoo drauf gemacht. So ein bisschen die Fingernägel hier waschen. Die sind noch voll dreckig und so weiter. Ja. Zack, sehen die schon wieder sauber aus. Sehr gut. Also meine dreckigen Fingernägel sind geschnitten und sauber gemacht. Und meine Sachen habe ich hier auch schon eingepackt. Und jetzt Wanderung fortsetzen. Toll, jetzt bin ich die ganze Zeit diesen Weg wieder zurückgelaufen. Und dieser Weg hier, der führt zurück nach Mühlen. Also genau da, wo ich vor ein paar Tagen lang gelaufen bin. Das heißt, ich bin die ganze Zeit die falsche Richtung gelaufen. Nee, so habe ich keinen Bock mehr. Ich glaube, ich werde ein ganzes Stück mich auf den direkten Wege nach Celle begeben. Also Landstraße. Jedes Mal hin und her zu laufen, nur weil ich so ein schwaches Internet habe und kein Prospekt oder so etwas. Da habe ich keine Lust mehr. Also werde ich jetzt wieder zurück nach Edeka laufen und dann irgendwie nach Richtung Celle hin. Einfach so, die Landstraße. Vielleicht treffe ich da den restlichen Heidschnuckenweg wieder irgendwie. Keine Ahnung. Ich habe keine Lust, den ganzen Tag hin und her zu laufen und gar nicht voranzukommen.
Ja, da oben steht drauf, 27 Kilometer bis Celle, also komplett direkt, wenn man direkt hier Straße langläuft. Kennt ihr dieses Schild da vorne? 4 Kilometer bis Ollendorf? Das ist genau dieser Schild, wo ich gestern da war. Kurz nachdem Nico von Sascha abgeholt wurde, da habe ich euch das gezeigt, also wo langsam Dämmerung gekommen ist, wo ich dann nach Ollendorf gelaufen bin und dort dann unter der Brücke gepennt habe. Weil diese Landstraße hier vorne, da fahren ganz viele Fahrzeuge lang und die ist voll laut und so weiter. Und hier oben, da steht Bergen über Dunsen. Und diese Straße hier, die ist viel ruhiger. Da muss ich nicht so viel diese Krach ertragen und Fahrzeugen und Abgasen und sowas. Und deswegen denke ich, laufe ich mal nach da lang, nach diese Richtung bis nach Bergen. Zukunft! Sogar ein Zug mit Alz dran. Und das Wetter ist gerade schon wieder so cool zu mir. Nee. Und das Wetter ist gerade schon wieder so cool zu mir, dass ich meinen urinfarbigen Fummel ausgezogen habe. Ich werde jetzt Hermannsburg verlassen und in 2 Kilometer bin ich in Grauen angekommen. Guck mal, hier ist ein Mauseloch. Und hier ist eben gerade eine Maus rausgesprungen. Und ich wollte mich gerade hier hinsetzen. Und nicht, dass diese Maus hier rausspringt und dann hier hochhüpft und dann meine fetten Eier dran beißt. Das würde ich nicht mögen. Das würde ich voll scheiße finden. Das wäre Katastrophe. Ich habe Grauen gefunden. Jetzt laufe ich durch dieses Grauen durch. Jetzt laufe ich die ganze Zeit hier. So eine Straße lang, wo kein Gehweg führt. Diese Straße nervt mich. Ich bin wieder dorthin, wo ruhiger Gehweg durchläuft. Und da war ein, wie heißt das Ding? Einmal links rum, einmal rechts rum. Und da war überhaupt gar kein Schild, wo es lang geht. Ich habe mich für links entschieden. Prüfen, wo mich das hinführt. Aber ich glaube, vielleicht nach Beckendorf oder wie diese Ortschaft heißt. Ich habe Beckendorf erreicht und jetzt laufe ich da durch und mich hat eben gerade fast ein Auto umgefahren oder angefahren oder so. Ich bin schnell zur Seite gesprungen. Die hat Vollbremsung gemacht, weil im Gegenverkehr, da war eine Kurve und im Gegenverkehr kam plötzlich ein Auto. Und das ist voll scheiße. Sowas mag ich nicht. Deswegen mag ich so eine Wege nicht, wo überhaupt gar kein Fußweg vorhanden ist. Ja gut, ist halt so. So, hier, ich bin seit, keine Ahnung, 3 Minuten oder so dabei. Schon wieder hier, schon wieder erneut versuchen. Komm, ey. Hier, die beste Route hier von meinem Standort zur Celle, also Fußgehroute, damit ich nicht diesen ganzen Lärm von diesen Autos und Fahrzeugen und sowas da ertragen muss, die ganze Strecke bis zur Celle. Das ist da irgendwie so eine Umwege gibt, und das dauert die ganze Zeit. Das schon seit ein paar Minuten versuche ich das hier irgendwie zu machen. Ich brauche unbedingt so ein richtig schnelles Dings. Oh, das, endlich hat es ein bisschen geladet, aber jetzt muss ich schon wieder hier hinspringen. So, jetzt dauert das schon wieder ganz lange, weil das ist ja zu Auto gesprungen und ich muss ja Fußgänger machen. Genau, und ich habe das immer wieder, dass wenn ich dann so eine Navigation laufe, dass das immer wieder ständig abbricht. Oder die Navigation mich irgendwie wo falsch rum hinführt und das wieder neu ladet und sowas. So, nach ungefähr 5 Minuten Wartezeit habe ich das endlich geschafft, hier Navigation anzustellen. Und genau, jetzt laufe ich diese Route. Leute, Google schickt mich schon wieder durch so eine Straße, wo überhaupt kein Fußweg da ist. Prüfen, ob ich dieses Mal angefahren werde. Finde ich voll uncool. Aber da ganz hinten, das ist die Ortschaft.
prüfen, welche Ortschaft das sein wird. Meine Fresse, ey, gerade hier, ich habe das gerade mal, keine Ahnung, 10 Minuten benutzt oder so und schon bricht das schon wieder ab. Jetzt dauert das bestimmt schon wieder ganze 5 Minuten oder so, dass das irgendwie gesucht und gefunden wird. Und jedes Mal, wenn das abbricht, dann kostet das immer wieder erneut extrem viel, das verbraucht dann schon wieder voll viel Akku und so weiter. Das hat endlich navigiert, hoffentlich hält das endlich mal. Leute, wisst ihr, wo mich die ganze Zeit Google hinschickt? Da drüben, diese Ortschaft, die da hinten ist. Das ist Ollendorf. Also genau diese Ortschaft, wo ich heute Morgen gestartet bin. Das heißt, ich bin die ganzen 18 Kilometer heute vollkommen im Kreis gelaufen. Also richtig. Ja, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ein Tag verschenkt. Ich weiß, dass wenn man da drüben hinkommt, dann kommt man zu dieser Kreuzung an. Und das nach rechts, wenn man da hingeht, dass das irgendwie da ist, wo ich früher gewohnt hatte. In der dritten Klasse, ein halbes Jahr, wie ich gestern erzählt hatte. Und ich glaube, dass diese ruhige Straße hier vorne eine, weil ich weiß ja, dass von da ganz hinten, da ist ja ein Weg, der nach Garland hinführt und dann bei Huxal raus und dann geht's weiter nach Celle. Das weiß ich noch ganz genau. Dieser Weg hier, dieser ruhige, ich bin mir zwar nicht zu 100% sicher, aber ich glaube, dass dieser direkt zu diesem kleinen Weg hinführt, den ich noch so im Kopf habe, den ich aus meinem Gehirn nochmal rausgetan habe. Und ich weiß zwar nicht, ob der mich wirklich dahin führt oder ob das eine Sackgasse ist, aber egal, ich probiere es einfach und laufe einfach durch. Ich glaube, genau so mache ich das jetzt heute. Jetzt. Scheißebecken gefunden! Ich habe Scheißebecken gefunden! Ja, genau, diesen Weg hier meine ich. Da ganz hinten. Da hinten ist dieser Ollendorf, also da, wo ich gewohnt hatte. Und genau diesen Weg meine ich, dass der hier lang führt, bis nach da ganz hinten hin. Und da ganz hinten geht das zur Straße, zu dieser, da wo die ganz vielen Autos und Fahrzeugen mich dann die ganze Zeit nerven werden. Und dann geht's dann nach Huxal irgendwie so lang. Und dann nach Richtung Celle. Leute, das war doch der falsche Weg gewesen. Ihr seht doch da ganz hinten diesen Scheißebecken. Ich zoome mal kurz ran. Genau. Da war ich ja eben gerade dran vorbeigelaufen. Bin dann hier hingelaufen und ich habe gedacht, dass das irgendwie geradeaus führt. Bis nach Huxal. Aber das war doch eine Straße weiter gewesen, wo man sowieso dann direkt bis nach Ollendorf hinlaufen musste. Dann rechts abbiegen und dann die nächste der nächste Weg. Und der hätte dann komplett geradeaus bis nach Huxal geführt. Und dieser Weg, der führt mich direkt dann schon wieder zu dieser Straße hin, wo ich eben gerade war. Also, guck mal, ich zeig euch mal das ganz kurz hier auf Komoot oder wie das heißt. Seht ihr diesen Ring? Ich bin schon wieder im Kreis gelaufen. Ich glaube, dieser Tag, der mag mich heute nicht. Und hier, guck mal, hier sieht man das. Hier vorne ist Huxal. Also genau da, was ich im Kopf habe. Und genau hier bin ich ja im Kreis gelaufen. Und hier ist so ein ganz kleiner Weg, der irgendwie direkt zu diesem Weg, was ich in Erinnerung hatte. Wo ich als erstes gedacht habe, dass das dieser Weg ist. Aber dieser Weg, der führt dann direkt nach Huxal. Und hier ist so ein ganz kleiner Weg, der irgendwie mich da durchführt. Das heißt, ich werde wieder bis da ganz hinten hinlaufen. Also etwas rechts von diesen Scheißebecken. Ich zoome mal kurz wieder ran. Genau diesen Scheißebecken, wo ich gerade euch das gezeigt habe. Bis da laufe ich schon wieder hin. Noch ein ganz kleines Stück weiter hinten und dann nach rechts. Und dann nochmal nach rechts und dann sollte ich wieder nach da lang laufen. Zu Huxal. Ich glaube, genau so mache ich das jetzt. Hier, ich bin gerade hier zurückgelaufen. Hier hinter diesem Haus da drüben, da ist dieser Scheißebecken. Und da drüben ist dieser Ollendorf. Und genau, hier ist dieser Weg, den ich gerade über Komoot gefunden habe. Und wenn ich den durchlaufen habe, dann sollte ich
an diesen Weg, den ich im Kopf drin hatte, die meine Gehirnzellen so rausgespuckt haben. Sollte der genau dort sein. So, ich sitze jetzt gerade hier hinter diesen Stromkasten, hier auf diesen Betonklotz drauf. Und ich versuche jetzt das hier zu laden. Das hat mir Marvin geschickt. Und das sollte eine Karte sein, wo überall Schutzhütten deklariert sind. Und ich habe mir überlegt, weil, guck mal, langsam immer dunkle kommt. Und ich denke mal, so in 1,5 Stunden ist es komplett dunkel. Aber jetzt suche ich erstmal, wo irgendwie was zu finden gibt. Aber das ist die ganze Zeit nur am Laden und so weiter. Ja, und die ganze Zeit frisst das hier Akku und sowas, wenn ich so ein bisschen Internet nutze. Dieses Handy ist nicht so gut. Hat irgendjemand ein Handy, den er überhaupt gar nicht braucht, aber was besser ist als Huawei P10 Lite? Könnt ihr mir per Fanpost mal zusenden. Das könnte mir vielleicht helfen bei so einer Situation. Oi, hier, guck mal, wie heißt das Ding? Ich habe Koordinaten von einer Schutzhütte kopiert und diese bei Google Maps dann eingefügt. Und diese führen mich auch direkt auf dem Weg, wo ich eigentlich auch hin muss. Auch, glaube ich, über Huxal oder sowas. Also die ist ein Bahnhof. Das sollte irgendwie 2,9 Kilometer entfernt sein. Ich glaube, das nehme ich dann. Ich bin jetzt gerade diesen Weg gelaufen, den ich von meinem Gehirnzelt rausgespritzt hatte. Wo mir das auch hinführt zur Schutzhütte, hoffentlich. Und hier, ich bin Huxal angekommen. Oh Scheiße. Hier, ich bin angekommen, aber oh Scheiße. Das ist hier diese Bushaltestelle. Genau vor dieser Straße, wo diese ganzen Autos und so weiter hier rumfahren. Und hier fahren ganz viele Autos rum. Das heißt, weil mir genau diese ganze Sucherei ganz viel Akku gefressen hat. Gut, eben gerade waren noch 8%, aber jetzt sind's, ich weiß nicht, ob man es sieht, jetzt sind 12%. Ich werde so ein bisschen Akku laden, damit da so ein bisschen Saft draus ist, und ich werde dann deswegen hier so ein bisschen Pause machen in dieser Bushaltestelle. Und dann, wenn der Handy ein bisschen aufgeladen ist, dann werde ich nach einer neuen Schutzhütte navigieren, die keine Bushaltestelle hoffentlich ist. Weil hier bei diesen ganz vielen Fahrzeugen und so weiter, da habe ich keine Lust irgendwie hier zu pennen. Ich will in Frieden gelassen werden von diesen ganzen Autos. Ei, mein Fehler war, dass ich noch diese Option drin hatte, dass ich nicht nur Schutzhütten, sondern auch andere Gebäude navigiert hatte. In dem Fall, also Gebäude, wo man drin pennen kann. In dem Fall das hier. In dieser, weiß nicht, Restaurant, Gaststätte oder sowas. Ich glaube, da kann man vielleicht drin pennen oder so. Aber auf jeden Fall hat mich das hier gegenüber navigiert gehabt. Und diese Option habe ich eben gerade ausgestellt. Und die nächste Schutzhütte sollte ungefähr 5 Kilometer von hier entfernt sein. Das heißt, mein Akku ist so ein bisschen aufgeladen, aber ich warte noch mal so ungefähr 5 Minuten oder so. Und dann laufe ich zu dieser anderen navigierten Schutzhütte. Prüfen, ob mich das zu wirklich so einer Schutzhütte hinführt. So, jetzt weiter zugelaufen. Diese Schutzhütte, die sollte bei Eversen irgendwo da sein. Bei dieser Ortschaft. Und, oh Scheiße, langsam immer dunkle kommt. Und das wird langsam immer kühler und kühler irgendwie. So ganz plötzlich. Und ich wollte nicht in dunklen, noch nach einem geeigneten Pennplatz suchen gehen. Ich wollte ganz gerne, dass bevor dunkle kommt. Aber so ist das halt wieder. Das ist immer wieder dasselbe. Aber Eversen befindet sich auch in Richtung Zelle. Und das ist das Wichtigste. Also da, wo mich jetzt diese
Hier, diese Navigation, mich dahin navigiert. Dahin, genau. Zur Schutzhütte. Also, wenn das eine sein sollte. Da hinten, in diesem Ortsschild, da steht Diesten drauf. Das heißt, ich laufe jetzt durch Diesten. Durch. Ich habe Sülze gefunden. Da weiß ich noch ganz genau, da wurde ich damals in Sprachtherapie geschickt. Ich habe zwar keine Ahnung, warum ich dort hingeschickt wurde, aber natürlich hat das nichts gebracht. Cool, oder? Guck mal, da hinten, was gelb leuchtet, das ist ein Ortsschild und da steht Eversen drauf. Also genau dieser Ort, wo mich jetzt hier Google navigiert hat und wo in der Nähe die Schutzhütte sein sollte. Aber die Schutzhütte, die sollte noch weiter in diese Richtung sein. Weiß ich nicht, vielleicht noch 2 Kilometer oder so. Leute, ich hatte doch vorhin erzählt gehabt, dass ich kurz davor war, irgendwie angefahren zu werden. Beziehungsweise, dass eine Frau eine Vollbremsung gemacht hatte. Mit dem Auto, weil Gegenverkehr kam und ich dann zur Seite gesprungen bin mit dem Wagen. Und wenn irgendjemand nicht richtig aufgepasst hätte, dass man mich vielleicht irgendwie anfahren könnte oder so. Und zwar der Mann von dieser Frau, der hatte mich gesucht gehabt und hat mich gerade gefunden gehabt. Und er hat mir angeboten gehabt, meinen Wagen mit ins Auto zu bringen und mich nach Celle zu fahren. Aber ich habe das dankend abgelehnt, weil ich will das dann natürlich zu Fuß komplett durchlaufen. Auf jeden Fall hat er mich auf jeden Fall über TikTok wiedererkannt. Und große Grüße sowohl an die Frau als auch an den Mann. Ich hab von beiden den Namen nicht, aber ich grüße euch absolut. Und vielen Dank für das Angebot. Und guck mal, dieser Weg, der mich zur Schutzhütte führen sollte, der ist richtig dunkel. Und so richtig still irgendwie. Hier ist irgendwie gar nichts. Prüfen, ob gleich hier so ein Wildschwein oder Hirsch von der Ecke kommt und mich gleich frisst. Ich bin sehr gespannt drauf, ob das gleich passiert. Aber diese Richtung muss ich hin, um zur Schutzhütte zu kommen. Also laut Navigation sollte ich gleich hier an dieser Schutzhütte angekommen sein. Prüfen, ob die existiert und wie die aussieht, falls sie existiert. So, ich habe hier diese navigierte Schutzhütte hier gefunden. Und diese Schutzhütte, die ist komplett offen. Also hier gibt's keine Wände oder so. Hier gibt's nur so eine Bank, einen Tisch und noch eine Bank. Und sonst keine Wände. Also das ist komplett hier offen. Also gut, hier ein Dach. Aber hier keine Wände, kein gar nichts. Ich glaube, weil das sehr gut passt sogar, werde ich mich hier auf diesen Tisch pennen legen. Aber wenn hier Hirsche kommen, weil die sind so groß und so weiter und die haben so lange Hörner, dann könnten die von der Seite kommen. Weil das hier ungeschützt ist. Und die könnten mich mit den Hörnern hier von meinem Schlafplatz runterschubsen. Und das wäre ein Verletzungsrisiko, wenn ich dann hier auf der Erde falle. Oder weiß ich nicht, vielleicht hier auf diese Bankspitze oder so. Und ja gut, muss ich halt in Kauf nehmen und deswegen werde ich mich hier auf diesen Tisch hier hinten legen, heute Nacht. Ich habe meinen Schlafplatz aufgebaut. Und zwar, hier ist meine Kühltasche mit Bier drin.
Ja, das war, glaube ich, doch nichts. Ich habe, glaube ich, irgendwas grunzen gehört, habe ich irgendwie das Gefühl. Genau, hier ist meine Minibox, wo ich gleich oder die ganze Zeit eigentlich die, so ein bisschen ganz entspannt Musik hören tue. Hier ist mein Schlafsack mit Isomatte. Das habe ich hier drauf gelegt. Hier vorne ist eine, wie heißt das Ding, Grableuchte. Hier vorne habe ich auch eine hingestellt. Hier habe ich mein Wagen. Und hier habe ich mein Kochset. Und hier auch noch eine Grabkerze. Und hier ist mein Bier. Zum Bier trinken. Und jetzt werde ich, wie heißt das Ding? Macaroni. Genau, Macaroni mit Bolognese, na, fertig Bolognese-Soße machen. Guckt euch mal diese freundlichen Bläsen an. Das sieht cool aus. Das sieht so cool aus, dass ich jetzt diese Makaroni hier zerteilt reinmachen kann. Die Makaroni sehen aus wie so eine richtigen Vollfettwürmer. Das heißt, das wird Zeit, dass ich das hier drauf mache und diese Bolognese hier drauf stelle. Also ein bisschen. So wie ich von meinem eigenen Kopf denke, dass das reicht. Und genau, jetzt die ganze Mischung machen und warten, bis Blasen kommen. Oh, das bewegt sich schon langsam. Seht ihr das? So, Fräsen ist fertig. Macaroni mit Bolognese-Soße. Ich habe gerade aufgegessen und diese Macaroni mit Bolognese, die haben voll cool geschmeckt. Ich werde noch dieses Bier hier austrinken. Ich glaube, da ist noch die Hälfte drin. Und dann, wenn ich das getan habe, dann werde ich mich so langsam schlafen legen. Ich glaube, genau so mache ich das jetzt. Guck mal. Ich habe jetzt zwar keine Ahnung, ob ihr es seht, aber hier kommt irgendwie ganz viel Nebel und sowas durch. Und ja, hier, das nebelt die ganze Zeit. Und wenn ich hier atme, das sieht so aus. Hier. Genau, da kommt die ganze Zeit Rauch und so weiter raus beim Atmen. Und genau, das wird, glaube ich, eine kalte, eine gekühlte Nacht und sowas. Aber egal, ich werde hier auf diesem Tisch hier rumliegen. Gute Nacht, bis morgen. Oh Mann, das wären die geilsten Szenen überhaupt. Ich habe mir ganz viel Mühe mein Zelt aufgebaut. Yeah.